Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Und bevor das Ganze hier startet, wollte ich einmal mich bei euch auf jeden Fall bedanken. Ihr habt mir sehr viele Vorschläge in die Kommentare geschrieben, wie wir das Format hier nennen können. Und es ist letztendlich auch einer von euren Vorschlägen geworden natürlich. Und zwar habe ich mich mit Mirion zusammen, ja, ihr Kanal ist unten in der Videobeschreibung, dafür entschieden, dass wir das Ganze folgendermaßen nennen. So, ihr seht, Jurassic Labyrinth ist der Name und das war auch der Vorschlag von euch, der am häufigsten in den Kommentaren war, ja. Er ist vielleicht so der simpelste und wahrscheinlich macht ihn das auch zu dem Siegervorschlag. Und wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank und jetzt geht's hier ab mit der nächsten Folge mit dem Stegosaurus. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und somit der dritten Folge von Jurassic Labyrinth. Ja, dank euch hat das Ganze ja einen Namen bekommen und heute ist der Stegosaurus dran. Er muss heute als erster Pflanzenfresser durch das Labyrinth und einer von euch wird diesen Stegosaurus übernehmen. Aber bevor ich ihn jetzt freilasse und euch sage, wer der Stegosaurus ist, würde ich mich einmal gerne bei euch bedanken für fast 500 Kommentare, Leute. Also vielen, 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 vielen Dank. Und ich glaube, wir haben auch fast 500 Likes geknackt auf dem Video. Also tausend, tausend Dank für den Support. Und ich lasse ihn frei. Und dann sage ich euch, wer von euch gewonnen hat und diesen Stegosaurus übernimmt und dann eventuell einen Preis gewinnen kann. Ja, wie gesagt, die ersten drei gewinnen hier einen Preis oder die schnellsten drei. Und dieses wunderschöne Exemplar von Stegosaurus, das übernimmt die Susanne Kern mit dem Kommentar. Hashtag Stegosaurus, kann ich bitte der Stego sein? Ich würde mich sehr freuen. Herzchen und ein paar andere Smileys. Natürlich kannst du und du bist es auch. Du bist dieses wunderschöne Exemplar. Ich hoffe, er schafft es schnell durchs Labyrinth, weil tatsächlich soll der Stegosaurus nicht der intelligenteste sein, weil er hat ein sehr kleines Gehirn. Sieht man ja auch schon in einem kleinen Schädel. Ich benenne ihn nochmal eben um in deinen Namen. Susanne. Falls ihr den Regen hören solltet, draußen ist es gerade sehr am Gießen. Ein bisschen Wärmegewittermäßig. Susanne Kern ist ganz gut, dann kühlt sich's mal draußen ab. So, perfekt. Bist hier jetzt noch fleißig am Futtern und wirst gleich auch noch trinken. Und dann bringen wir dich ins Labyrinth und ich bringe euch dann zurück, sobald der Stego loslegt. Bis gleich. So, wir schauen uns jetzt hier an, wie der Stegosaurus hier abgeliefert wird im Eingangsbereich des Labyrinths. Und dann sehen wir, wie der Stegosaurus sich schlagen wird im Labyrinth. Ihm geht's gar nicht gut. Das liegt daran, dass er keine Artgenossen hier im Gehege hat. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir starten jetzt direkt hier. Der Stego hat auch gar nicht viel Zeit hier im Eingangsbereich verbracht. Er geht hier eigentlich recht direkt ins Labyrinth. Und die Zeit startet jetzt. Und es geht hier los, Leute, ja. Der Stego scheint hier erstmal wirklich schön in Richtung Ausgang zu gehen. Also das sieht sehr, sehr gut aus für Susanne. Aber er scheint hier wirklich nicht der Schnellste zu sein. Also er ist sehr, sehr gemächlich und scheint es nicht so eilig zu haben zum Futter. Und ja, deswegen spule ich hier natürlich jetzt auch vor. Der Zeitraffer ist aktiv. Also ihr müsst wirklich darauf achten. Der Zeitraffer ist sehr, sehr schnell gerade. Also er ist wirklich, bewegt sich wirklich langsam fort. Bleibt auch manchmal stehen, meckert ein bisschen rum, aber ansonsten macht er da keine Faxen. Er läuft hier wirklich, ohne falsch zu laufen, durch das Labyrinth bis jetzt. Hat jetzt schon das zweite Drittel hinter sich gebracht, wie ihr seht. Aber Fehler macht er hier nicht, aber er ist sehr, sehr langsam. Also auf jeden Fall langsamer als der Velociraptor. Aber er ist immer noch schneller als der T-Rex. Der T-Rex hat aber auch wirklich Fehler gemacht, ist rückwärts gelaufen, ist komplett stehen geblieben am Eingang und sowas. Das macht der Stego hier nicht. Aber er ist auch nicht der Schnellste, also wir werden sehen, ob das eine gute Zeit ist. Das kann man ja jetzt bei drei Durchläufen echt noch sehr, sehr schwer einschätzen. Und es kann natürlich auch sein, dass er jetzt hier noch umdreht und dann komplett zurückläuft, wer weiß das schon. Aber er scheint hier wirklich eine gute Zeit hinzulegen, also eine solide Zeit, nenne ich sie mal. Er ist jetzt hier bei 5 Minuten und so ist jetzt hier in den Endzügen, steht jetzt hier vorm Ausgang, bleibt nochmal stehen. Das scheint eine Angewohnheit zu sein, was alle Dinosaurier hier machen, irgendwie gefühlt. Hat zumindest bis jetzt jeder gemacht. Und jetzt geht er hier über die Ziellinie und die Zeit stoppt bei 5 Minuten 18 Sekunden und 0,2 Hundertstel. Und er hat damit eine wirklich solide Zeit. Wir werden sehen, ob er damit einen Preis gewinnen kann für die liebe Susanne Kern. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. War wieder ein sehr, sehr cooler Durchgang hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und falls ihr auch mal hier einer der Dinosaurier sein wollt, die hier durch dieses Labyrinth gehen und damit die Chance auf einen von drei Preisen haben wollt, dann müsst ihr jetzt eben dranbleiben. Ihr werdet gleich erfahren, wie ihr der nächste Dinosaurier sein könnt. Und die liebe Susanne Kern, die gönnt sich jetzt hier erstmal ein, Siegersnack können wir es ja nicht nennen. Nennen wir es mal einen Teilnehmersnack. Und ich würde sagen, ich bringe mich jetzt gleich zurück. Und dann losen wir gemeinsam aus, welcher hier der nächste Dinosaurier ist, der durch dieses Labyrinth muss. Bis gleich. Ach, und bevor ich es vergesse, Leute, die Zeit von der lieben Susanne Kern wird natürlich in die Tabelle eingetragen. Und ich schätze mal, das wird ein Podiumsplatz sein momentan. Ja, Leute, das war's mit dem Stegosaurus. Und herzlichen Glückwunsch zu deiner Zeit, Susanne. Ich hoffe, die Zeit war gut. Wir werden sehen, wie sich dann die nächsten Dinosaurier so schlagen werden. Das kann man jetzt noch sehr, sehr schwer einschätzen. Du bist ja momentan so im Mittelfeld, kann man sagen. Ja, bei drei Sauriern ist das ja auch nicht schwer. Und wir drehen natürlich jetzt wieder das Rad und schauen mal, welchen Dino wir als nächstes durchs Labyrinth schicken. Ich bin sehr gespannt. Es dreht sich. Und es ist... Oh, fast der Brachiosaurus. Da hätte ich mich sehr gefreut. Es ist der Camarasaurus. Also eine... minimale Nummer, kleiner als der Brachiosaurus, ist aber auch schon ein Riese, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt. Ja? Er ist wahrscheinlich eher so ein schwerfälliger Kontrahent. Aber wir werden sehen. Ne? Und wie gesagt, falls ihr der Camarasaurus sein wollt, wie immer, Hashtag Camarasaurus in die Kommentare. Und falls euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Und ihr dürft gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, haut rein.